hergekommen seid. Hallo. Danke. Es ist heute so ein Meta-Thema, was ich hier mache. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also, gestern, und das passt ganz gut. Hey, Cheyenne. Ah, das ist ja lustig. Also, erstmal mega klasse, dass ihr gekommen seid. Lisa und Cheyenne sind nämlich in dem Feld Corporate Learning Community ganz neu und sind aber super aktiv und engagiert, weil sie aktive Rollen in ihrem Unternehmen haben, um das mal so zusammenzufassen. Und Martina, um auch Martina kurz vorzustellen, Martina ist im Bereich Gesundheitswesen unterwegs und wir haben gestern im Nachgang eine lustige Unterhaltung gehabt, beziehungsweise wir haben jeder nochmal so einen Blick reingegeben und ich habe gesagt, naja, eigentlich der schönste Satz kommt von meiner Freundin Isabel, mit der ich zusammen ich habe Gesundheitswesen, da habe ich ein Studium auch unter anderem drin gemacht, aber auch eine Ausbildung. Auf jeden Fall haben wir zusammen im Studium gesessen und sie hat irgendwann gesagt, als ich da anfing mit LOSCON und Corporate Learning Community und oh Gott, was ist das? Sie sagt, Franzi, ihr beschäftigt euch, jetzt teile ich mal den Bildschirm, muss man, glaube ich, sehen. Ups. Hallo Jochen. Ach, ist ja witzig. Guck mal, Jochen, zu dir wollte ich auch. Das ist ja gut. Moin. Sorry, dass ich zu spät bin, erstmal hier so reinzuplatzen. Ist ja voll unhöflich. Nee, super. Alles gut. Wir fangen tatsächlich gerade erst an. Ich hatte gesagt, lass uns mal noch 2-3 Minuten warten, dass jeder auch was zu trinken haben kann. Ich habe jetzt gerade die Einleitung. So. Warum wir überhaupt hier zusammensitzen? Gestern haben wir irgendwie ganz nett schon gesprochen. Informell, wir haben sozusagen als diejenigen, die sich online treffen oder online mit einer Konferenz dabei sind, haben wir gesagt, ey, können wir mal ganz kurz miteinander schnacken? Dann haben wir eine richtig schöne Diskussion gehabt und dann habe ich von dem Austausch mit meiner Studienkollegin erzählt. Ich habe verschiedene Sachen gemacht nach der Schule und ich hatte auch eine tolle Studienkollegin, die sagte, Franziska, ihr beschäftigt euch da zum Thema Corporate Learning, ihr beschäftigt euch mit der Kirsche auf der Schwarzwälder Kirschtorte. Bei uns im Unternehmen suchen wir noch das Mehl. Und darüber bin ich quasi reingestolpert in den Gedanken, deswegen jetzt auch diese Session. Lass uns doch mal gucken, diejenigen, die schon innerhalb dieser Blase gerade drin sind, und das ist schön, dass ihr beide jetzt auch dabei seid, weil ihr ja auch quasi neu dazugekommen seid und vielleicht auch diesen Punkt sehen könnt, oh mein Gott, was ist das da eigentlich mit diesem ganzen Verbindung und Community-Aufbau und wie kriege ich ein Unternehmen zum Lernen und oh mein Gott, lernende Organisation, das ist so weit weg. Wir sind auch übrigens noch bei Mehl suchen. Deswegen, da wollte ich einmal mit euch einmal rauszoomen, weil diejenigen, die jetzt hier sind, sind zumindest schon mal damit zusammen vereint, dass wir uns mit Lernen an sich beschäftigen. Wir sind meistens auch alle noch eingebunden in irgendeiner Form von Organisation oder Struktur. Und der Titel heute von diesem Austausch, weil ich will nämlich nicht reden. Ich habe hier zwar eine Folie, aber es ist quasi nur, um das einmal kurz einzufangen, warum ich das jetzt gestartet habe. Ich möchte gerne mit euch ein bisschen diskutieren, was ausschrauben, vielleicht Ideen wälzen, was wir konkret machen können, weil ich möchte gerne, dass wir gesellschaftlich Verbindungen schaffen. Weil wir als diejenigen, die schon hier sind, wir als Barcamper, wir haben schon unterschiedliche Erfahrungen. Wir haben die live gesammelt, wir haben die Hybrid gesammelt, weil ein paar sind jetzt auch physisch zusammen. Nee, stimmt gar nicht. Wir dieses Mal sind in dieser Runde alle online. Aber auch Jochen, ich weiß, Jochen war richtig, ne? Du bist vor Ort und ja, du erlebst ja quasi Ort, live ja, dieses Barcamp. Und ich würde sozusagen einmal, um die Begrifflichkeiten klar zu machen, was heißt das eigentlich? Genau, danke schön. Und wir wurden heute benannt als diejenigen, die vorm Computer sitzen. Also ihr seid die Onliner und wir sind live. Ich will also einmal ganz kurz herstellen, wo ich hin will und dann nochmal sagen, wie wir diesen zweiten Satz lebendig machen können, nämlich was wir als Barcamper möglich machen können. Also wir als Barcamper, das Format Barcamp ist ja ein Unkonferenzformat. Ich höre mal auf, den Bildschirm zu teilen. Um das kurz abzuholen, weil ich weiß, Cheyenne und Lisa, ihr wisst vielleicht auch nicht genau, was ein Barcamp ist. Ich erkläre das kurz. Menschen kommen zu einem bestimmten Thema zusammen. Nämlich zum Beispiel Schule. Dann gab es zum Beispiel einen Austausch. Hey Thomas, schön dich zu sehen. Dann gab es einen Austausch und dann sagt man, okay, wir haben so ein Oberthema, aber was genau auf dieser Veranstaltung, auf diesen Zeit,
Slot, den wir uns nehmen, am Tag passiert, wissen wir eigentlich nicht, weil jeder, der dahin geht, ist nicht Teilnehmer, sondern Teilgeber. Das heißt, wir können einfach sagen, wir gehen nach vorne auf die Bühne und sagen, hey, ich bin Franziska, ich möchte ganz gerne eine Session, so heißen diese Zeiteinheiten dann, ich möchte gerne eine Session machen zum Thema gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Da sind wir jetzt gerade drin. Aber so kann an dem Tag kommen die Themen zur Sprache, die die Leute mitbringen, die da hingehen. Das ist sozusagen die Grundidee von einem Barcamp, dass es keine konkrete Agenda schon vorher gibt, sondern dass die Agenda von den Leuten mitgestaltet wird, die überhaupt dahin gehen. Martina, du willst das ergänzen? Ja, ich würde gerne ergänzen, und das ist wichtig für die, die Barcamps nicht kennen. Wenn ich in eine Session reingehe, brauche ich nicht der Wissende zu sein, sondern ich kann auch der Suchende sein. Und das ist halt so wertvoll an Barcamps. Das heißt, ich stelle mich nicht vorne hin und sage, hier, ich bin schon am Ziel und ich habe das und das und ich nehme euch Stolpersteine vorweg. Das ist ein Gewinn. Aber es kann auch so sein, dass ich sage, okay, ich habe mir einen Weg vorgenommen, ich bin noch am Suchen, ich brauche dringend noch Menschen, die mir das Sichtfeld hier freiräumen. Als derjenige oder diejenige darf ich dann halt auch dabei sein oder eine Session geben. Und ich glaube, das sollte nicht in den Hintergrund geraten. Dankeschön für die Ergänzung. Und das ist auf jeden Fall so. Es gibt nicht mehr dieses klassische, wie man das aus der Schule, dieses Lernen aus der Schule gewohnt. Das eine steht vorne, erzählt und man muss zuhören, sondern man ist sofort aktiv Teil, weil du kannst, das ist eigentlich der Spaß daran. Es gibt so verschiedene lustige Barcamp-Regeln. Aber der Spaß daran ist, wenn du noch nie auf dem Barcamp warst, dann mach halt eine Session. Einfach per se, weil du das noch nie gemacht hast, mach es einfach. Und das ist von der Umgebung und wie wir miteinander freundlich umgehen, nämlich du bist neu, cool, wir unterstützen dich. Das ist einfach eine tolle Art des Lernens. Und aus diesen Gedanken heraus, weil wir jetzt quasi Martina, Jochen, Thomas und ich, da weiß ich, dass wir das schon mal mitgemacht haben. Deswegen ist die Runde gerade so cool. Dieses Feeling von, wir sind so im Lernen miteinander und wenn was schief geht, ja mein Gott, ist ja normal. Irgendwas geht immer schief. Das ist so ein bisschen eine wohlwollende Stimmung. Und mit dieser wohlwollenden Stimmung will ich quasi noch einmal kurz zurück und noch mal kurz teilen, was ich gerade auf die Folie geschrieben hatte. Mir geht es jetzt hier darum, was wir als Barcamper, also diejenigen, die schon verinnerlicht haben, ja komm, so, wir haben diese wohlwollende Stimmung und dieses Miteinander. Was können wir eigentlich aus diesem Gefühl und aus diesem Erfahrungsschatz von positivem Lernen, nenne ich es mal, was können wir da eigentlich in der Gesellschaft in der Gesellschaft verändern und mitgestalten? Also, wenn wir uns mal als die Teilnehmer der jetzigen LernOS Convention 22 verstehen, dann sind wir Menschen, die hier zusammenkommen, weil das unser Hauptthema ist. Jetzt ist es aber so, wir sind ja dadurch, dass wir hier zusammenkommen und Themen interessiert sind, sowieso schon in einer Blase. Und außerhalb, wenn wir einfach nur jetzt mal den Kopf rausdrehen und mal auf die Straße gucken, bei mir ist das möglich, dann sehe ich da Menschen, die kommen gerade vom Einkaufen, die kommen von der Arbeit, die gehen vielleicht auch das Kind abholen, also das ganz normale Leben außerhalb von dem Computer, bei dem wir sind. Und ich glaube, dass wir von der Stimmung dieses freundlich-fröhliche Lernen, und es ist vollkommen in Ordnung, auch eine Session anzubieten, die mit einer Frage startet, die zum Beispiel heißt, hey, ich weiß nicht, zum Beispiel, ich versuche irgendwas, was nicht mit Lernen zu tun hat. Nehmen wir mal Marketing, ja? Wie kann ich zum Beispiel, oder Content Creation, wie kann ich Content Creation machen? Oder wie kann ich, setze hier beliebiges Thema ein, mir fällt es gerade nicht leicht, eins vorzuschlagen. Wie kann ich aber dazu beibringen? Ja, gerne, bitte, sehr gerne. Ich hatte ja gerade meine eigene Session und da ging es um mein Startup Compreno und natürlich ist man als Gründer immer, du musst ja immer alle Antworten haben. Ja? Du sprichst mit deiner Bank und mit irgendwelchen Finanzierungspartnern und du musst ja immer super smart und abgeklärt rüberkommen und du weißt alles. Ja. Und wenn dann einer fragt, ja, ist das nicht ein Risiko, dann musst du sagen, ja, klar, aber das haben wir voll im Griff, weil wir sind ja die Besten und die Tollsten und so. Und ich finde das wirklich sehr angenehm, dass ein Barcamp ja eigentlich das Gegenteil davon ist, so wie du es beschrieben hast. Ne? Also man geht mit einer Frage rein. Ich habe eben in meiner Session auch gesagt, ich habe keine Ahnung, wie wir unser Produkt jetzt vermarkten sollen. Ja, wir haben das gebaut und es ist geil, ich kann es auch zeigen, aber es ist so kompliziert, es zu erklären und man muss es gesehen haben, um es zu glauben. Also in Marketing bin ich einfach total schlecht und habe dann auch gesagt, wenn da jemand eine Idee hat, bin ich total
Bitte sagt mir, ja. So würde ich natürlich in einem Meeting mit einem Sparkassenberater jetzt nicht reden. Ja. Und ja, das finde ich schon, das fängt beim Barcamp ganz früh an. Das wollte ich auch nochmal kurz so zu dem ganzen Prozess und zu dem Prozedere, wer das noch nicht erlebt hat. Du musst dir ja schon überlegen, reiche ich eine Session ein? Und in dem Moment, wo du das machst, musst du schon eine richtige Überwindung auch da reinbringen. Ich weiß, wie schwer das ist, ja, auch wenn man jemand ist wie ich, der gerne redet und gerne auf Bühnen steht und so. Aber trotzdem, du gehst in diesen Voting-Prozess rein. Die Leute wollen ja dann im Prinzip wissen, kommt die Session ins Programm oder nicht? Und wenn du dann nicht genügend Votes bekommst, dann kommt deine Session nicht ins Programm. Das ist dann ziemlich traurig. Ja? Oder ich wusste eben bei meiner Session überhaupt nicht, wie viele Leute kommen da eigentlich? Vielleicht kommen da ja auch nur 2 Leute und die schweigen dann da und keiner sagt irgendwas. Also ein Riesenabenteuer, so ein Barcamp, aber es ist halt auch umso cooler. Also das ist diese Atmosphäre, die sich jetzt ja auch durch den heutigen Tag auch in den virtuellen Raum repliziert. Man muss ja hier nicht vor Ort sein, um das zu erleben. Finde ich sehr cool, dass ihr das alle mitmacht und ich ermutige auch jeden, da das nächste Mal dann selber eine Session einzureichen, egal wie oberflächlich oder wie banal euch das vielleicht vorkommen mag, das ist ja gar nicht so. Ja, das ist nur die ersten 1 oder 2 Mal ein bisschen komisch, so eine Session anzubieten und dann ist egal, dann macht man das einfach und kann auch damit umgehen, wenn dann zum Beispiel jetzt dann keiner dieses Thema versteht, ja, und dann auch nicht die Hand hebt, ja. Ich würde gerne einmal 2 Punkte weiterspringen. Ich mache hier einmal kurz wieder aus, weil ich euch auch gerne angucken mag. Martina hat für die Hand gehoben auch. Ja, danke, dann kann ich das. Ja, gerne. Ja, also. Das ist auch so ein Barcamp-Ding, man sieht das selber nicht, wenn man moderiert, deswegen Franziska. Dankeschön. Super, danke, prima. Alles gut. Ich glaube, da fehlt es auch ab und an noch ein bisschen auf das nächste Level. Du hast gerade gesagt, ich hatte deine Session vorhin leider verpasst. Es geht halt nicht nur darum, dass man sich als vornimmt, ich mache jetzt eine Session, sondern dass man auch zulässt, dass man einfach angetriggert wird von irgendetwas und einfach das Vertrauen hat in die Menschen, die da sind, dass einen das auch trägt. Und das ist so, finde ich, das nächste Level. Also nicht nur zum Barcamp zu gehen und zu sagen, okay, ich habe jetzt ein Thema und ich werde eine Session anbieten und das bringe ich ein, sondern rundherum beginnt etwas sich zu bewegen und du wirst mitbewegt und sagst, okay, also da muss ich jetzt dazu rein. Noch, wie gesagt, ganz wichtig, nicht als Wissende, sondern eventuell auch als Suchende und das Vertrauen haben, dass mich die Umgebung halt auch trägt. Dass es sein kann, dass es wenige sind, die mitgehen können oder sogar welche rausgehen oder so. Aber dieses Vertrauen ins Netzwerk, ich glaube, das ist das, was Barcamp auch in Zukunft noch stärker werden lässt. Danke. Jetzt wollen wir mal kurz Lisa, Cheyenne. Also ihr seid ja heute auf eurem ersten Barcamp. Dann auch noch hybrid, sprich Menschen sind vor Ort und Menschen sind online. Ist die Idee rübergekommen, was man hier eigentlich machen kann mit einer Session einreichen und teilnehmen und dass es eben nicht vorgegeben ist? Was ist euch bis jetzt aufgefallen und wie könnt ihr das quasi, was könnt ihr mitnehmen für euch? Bis jetzt höre ich noch nichts, das Mikro ist noch ausgeschaltet. Cheyenne, magst du nochmal draufklicken? Jetzt. Also ich muss sagen, das ist im Ganzen alles gerade ein bisschen viel so. Also ich versuche das jetzt gerade erstmal mehr zu verfolgen und mich dann da ein bisschen drauf zu konzentrieren und das im Nachhinein ein bisschen mehr zu verinnerlichen, weil vieles davon höre ich jetzt heute auch zum ersten Mal. Deswegen muss ich erstmal, also ich lasse es erstmal alles auf mich wirken, muss ich jetzt echt sagen, auch von gestern und heute noch, es ist ja alles sehr viel. Mhm. Ja, also ich schließe mich da an, da wir komplett neu in der Schiene sind, wirkt es erstmal so, dass wir erschlagen werden. Aber es ist sehr interessant und auch das jetzt die ersten Male so mitzuverfolgen. Ja. Ja, müssen wir auf uns wirken lassen. Martina? Und da bin ich auch schon bei der gesellschaftlichen Handlung von gesellschaftssoziales Handeln von den Hochschulen und allen Bildungseinrichtungen. Ich nehme wohlwollend wahr, dass in der letzten Zeit, wahrscheinlich auch durch Corona, Barcamps von Hochschulen angeboten werden, aber die Seele des Barcamps dabei oft auf der Strecke bleibt. Also wir lassen sämtliche Kameras aus,
Mikrofone, ja, klar, dann die Sessions werden schon im Vorfeld, lange Zeit vorher sozusagen festgezurrt. Vor Ort ist kaum mehr eine Möglichkeit. Und ich glaube, da gehört es auch an jeden Einzelnen von uns, der Barcamp wirklich liebgewonnen hat. Anderen, und ich betone, es hat nichts mit Alter zu tun. Also ich treffe sowohl Junge, die noch nicht auf dem Barcamp waren, als auch meine ältere Generation. Dass wir untereinander uns infizieren mit dem positiven Gedanken, nicht so wie ich jetzt gerade bin, aber mit dem positiven Gedanken, welchen Wert für uns alle Barcamps haben. Ich teile mal. Hi Sabine, guck mal, wir werden mehr. Und hallo Schmidt, Krr, ich kann nicht alles sehen gerade. Guck mal, da ist noch jemand. Hey, Wonni. Hi. Ach, guck mal, die Welt ist ein Dorf. Hallo Sabine, ich hole euch beide, die jetzt online noch dazugekommen sind, kurz ab. Und ihr seid genau richtig in dem Moment. Und das ist übrigens eine auch der Barcamp-Regeln. Die, die kommen, sind immer die richtigen. Und eine Regel noch, die stattfindet. Heute laufen ja auch parallele Sessions. Und es ist jederzeit möglich und gewünscht, wenn man das Gefühl hat, ich kann hier nichts mehr beitragen zu einer Diskussion oder ich kann, alle Fragen sind geklärt und ich bin eher so der Typ Biene, dann gehe ich einfach. Das ist sozusagen die Regel der zwei Füße. Ich stehe auf und in unserem Fall, ich klicke mich einfach in eine andere Session. Das sind wir eigentlich nicht gewohnt aus unserem normalen Bildungsablauf. Da bleibt man in der Schulklasse sitzen und dann darf man da auch nicht raus aus dem Physikunterricht. Hier ist es anders, weil wir einfach als freie, menschenfreie Lernräume uns selber schaffen, die wir uns sowohl anbieten als auch als Teilnehmer immer wieder ehrlich und offen zulassen können, zu sagen, okay, passt gerade nicht für mich, ich gehe nochmal kurz rüber, es war eh spannend für mich. Und dieses ein bisschen, die Sachen mal ein bisschen locker sehen. Ich glaube, das ist auch ein Gefühl, was man über Barcamps gut transportieren und vermitteln kann, weil hier einfach die Norm und die gesellschaftlichen Regeln so ein bisschen aufgehoben werden. Und weil jedem diese Regel bekannt ist, du darfst einfach auch gehen, physisch, wie Sabine, die sitzt nämlich da vor Ort, oder bei uns jetzt online. Wir dürfen einfach in den anderen Raum uns klicken. Dadurch haben wir ein bisschen mehr Leichtigkeit und sind auch nicht sauer. Also es wäre natürlich jetzt doof, wenn ihr jetzt alle gehen würdet, aber das zeigt mir, egal was ich quasi für einen Inhalt bringe als derjenige, der ein Barcamp-Session anbietet, zeigt es mir, ich bin jetzt gerade für jetzt in diesem Moment alleine mit diesem Thema und es interessiert sich gerade keiner dafür. Aber das ist keine persönliche Kritik, sondern hat immer was mit dem Zeitpunkt zu tun, an dem wir zusammenkommen. Martina, du meldest dich. Nicht mehr. Okay. Ich teile nochmal den Bildschirm. Und würde jetzt gerne quasi, es ist jetzt 20 nach, wir haben insgesamt Zeit bis um Viertel vor und ich würde gerne noch einmal auf den Punkt zu sprechen kommen, worum es mir jetzt geht, was ich mir wünsche. Jetzt haben wir quasi einmal Lisa und auch Cheyenne abgeholt, Sabine. Die beiden waren nämlich noch nie auf dem Barcamp, die sind jetzt das erste Mal da gewesen und ich teile nochmal den Bildschirm, vielleicht können wir hier nochmal gemeinsam weiter gucken. Also, der ursprüngliche Gedanke war gestern entstanden, so wie das immer ist. Sessions entstehen manchmal durch ein Vorgespräch und so war das gestern auch. Wir haben als Onliner gestern die Zeit gut genutzt, währenddessen ihr sozusagen schon in das Abendprogramm eingestiegen seid, haben wir nochmal eine Runde geschnackt und jeder konnte was einbringen und dann ist scheinbar bei, unter anderem bei Martina, den Satz weit hängen geblieben, den ich gesagt hatte vom Gespräch von der Studienkollegin von mir. Die hat nämlich gesagt, bei diesen ganzen Corporate Learning Geschichten, also Personalverwaltung, sondern Personalentwicklung und Unternehmensentwicklung mit dem Fokus auf Wissen. Mein Gott, Franziska, ihr beschäftigt euch mit der Kirsche auf der Schwarzwälder Kirschtorte. Bei uns im Unternehmen suchen wir noch das Mehl. Und das war gestern irgendwie so ein Satz, der unter anderem bei Martina so angekommen ist. Und ich wollte gerne jetzt in dieser Session, jetzt haben wir noch 25 Minuten Zeit dafür, gucken, deswegen oben rechts seht ihr nochmal den Titel, wie können wir eigentlich aus diesem, wir haben als Barcamper dieses offene, freundliche Miteinander als Lernen, das haben wir jetzt erfahren, wie können wir das einfach nutzen, um auch in der Gesellschaft Verbindung zu schaffen? Und da würde ich gerne quasi einmal mit euch noch weiter reingehen und ich würde gerne mitschreiben,
weil bei diesem ganzen Barcamp-Kram ist es auch immer schön, wenn wir mal ein bisschen Session-Dokumentation haben. Und mich würde interessieren, was ist es denn, was es braucht? Ich habe vorhin mitgeschrieben, Martina, du hast gesagt, wir haben die Möglichkeit, also ne, was wir als Barcamper möglich machen können, um in der Gesellschaft Verbindung zu schaffen. Das ist ja heute die Aufgabe sozusagen dieser einen Session. Und du hast gesagt, ins nächste Level können wir damit kommen. Was meinst du damit genau? Was darf ich für dich hier schreiben? Bin ich gerade aus dem Zusammenhang. Das heißt, ich war unten jetzt schon mit den anderen Punkten. Ach so, genau. Der Zusammenhang für den nächsten Level. Lass mich bitte nochmal überlegen. Ja, ist gut. Okay. Ja, also wir haben quasi grundsätzlich einmal erklärt, Barcamp an sich. Was macht es aus? Ja, ich würde mal sagen, überhaupt ein Barcamp organisieren. In Ulm gibt es kein Barcamp. So, also wäre der Punkt, schauen, ob man Verbündete findet, mit denen man überhaupt eins aufs Gleis bringt. Also lokal vor Ort, ja? Mhm. Spielt dabei für dich, wie so eine Art leichter Einstieg, spielt dabei für dich eine Rolle, welches Thema man diesem Barcamp gibt? Man könnte es themenbezogen machen. Man könnte aber auch genauso gut sagen, man möchte es Themen offen haben. Also für Ulm knabber ich die ganze Zeit schon daran, Lokation zu finden und auch Mitstreiter. Und als Zwischenschritt war es jetzt so, dass eine lokale Organisation von der Hochschule, die waren vom Staat Bayern gefördert, für Wissenstransfer von der Hochschule in die Industrie. Die würden gern auch eins machen, hatten aber überhaupt gar keine Ahnung und sind mit selbst ausgedachten Startvoraussetzungen, haben sie mal sich das überlegt. Und da bin ich dann dazugekommen und konnte denen ein bisschen erzählen von den vielen, vielen themenoffenen Barcamps, die ich schon mitgemacht habe in Stuttgart, Bodensee, Rhein-Main, Nürnberg, wo ich das so überall schon war. Also das wäre ein anderes Ding, wenn man es nicht selber macht, dass man sich woanders anschließt oder einfach nur Infos gibt. Ja. Wobei das, ich weiß nicht, ob die das machen, ob sie es hinkriegen. Ich wäre schon selber zufrieden, wenn ich die Hochschule als Räumlichkeit benutzen könnte. Mhm. Also ich habe das Verbündete finden, also es ging um die Umsetzung, ne? Verbündete finden, mit denen man vor Ort ein Barcamp umsetzt, themenbezogen oder themenoffen, zum Beispiel für Ulm, das wäre jetzt eins. Und dazu braucht man Ort, an dem das Barcamp stattfindet. Also du brauchst quasi Menschen, mit denen du das machst, organisierst und auch den Ort. Genau. Ich lasse mal das Wort Sponsoren noch weg. Okay. Aber man könnte es in Klammer schreiben. Okay, dann haben wir sozusagen Newbie-Perspektive, Cheyenne und Lisa, perfekt, dass ihr heute sozusagen das erste Mal selber mitmacht. Und ihr hattet gesagt, wow, okay, auch als diejenigen, die teilnehmen, es ist alles ein bisschen viel, ich lasse das erstmal auf mich wirken und das ist aber auch sehr interessant. Wie könnte man euch sozusagen dafür gewinnen? Also ich weiß jetzt, dass ihr wegen mir oder weil ich es euch gesagt habe, ihr das jetzt ausprobiert, aber wie hättet ihr sozusagen, wenn ihr auf einem anderen Weg davon erfahren hättet, was hätte euch gelockt, um hierher zu kommen? Ich als Person, die es gesagt hat, oder hätte man euch auch anders erreichen können? Lisa lässt mich hier mal anfangen. Naja gut, also in erster Linie natürlich dich als Person, weil man natürlich, und wir kennen uns ja jetzt ja auch schon viele Jahre, ne? Das ist ja dann erstmal schon mal allein schon dem Support wegen her. Aber ich glaube auch einfach, wenn man wie jetzt zum Beispiel in unserem Betrieb mit dem Umwandlungsprozess sich beschäftigt und dann damit das Lernen mit optimieren kann, finde ich sowas, wenn man in diese Richtung lockt, ist es immer sehr interessant. Quasi, wenn man damit seinen Betrieb selber mit optimieren kann, wenn man was dafür halt auch selbst mitnehmen kann und bei sich anwenden kann. Genau.
Ich schließe mich da mal so an. Und jetzt kann ich. Ja? Ich bin jetzt ein bisschen später gekommen, aber vielleicht gibt es auch die Möglichkeit, dass man, weißt du, Simon macht hier so wunderbar das Hybrid, also dass er es auch schafft, einen digitalen Raum zu holen. Ich glaube halt, wenn man jetzt Ulm denkt, Thomas, da musst du ja erstmal eine Community oder Menschen finden, eine Reichweite finden, Menschen, die daran interessiert sind. Das ist schon mal viel Aufwand, glaube ich, kann man ganz am Anfang. Meine Idee ist, dass man vielleicht in digitale Räume geht, wo die solche Diskussionen schon stattfinden und da das erstmal leise andiskutiert. Ja, oder nicht leise, sondern erstmal diesen Gedanken sät, bevor man sagt, wir machen ein großes Barcamp. Weil ich war jetzt ein bisschen später dabei, aber ich glaube, dein Gedanke ist schon, wie kriegt man die gesellschaftliche Diskussion hin, wie kriegt man das über die Grenzen hinweg, und im digitalen Raum sind sie schon alle da. Klar, wir sind in unseren Filterblasen, aber auch schauen wir immer wieder nach links und rechts, und es gibt sicherlich Gruppen, wo solche Sachen schon diskutiert werden. Ich müsste mal anfangen zu recherchieren. Weißt du, dass du erstmal im digitalen Raum guckst und dann versuchst, in den analogen zu gehen? Weil, ja, die Barcamps haben ja die letzten, keine Ahnung, 15 Jahre in analog only meistens funktioniert, weil da die Komponente dabei ist, dass die Menschen sich halt eben untereinander direkt kennenlernen. Deswegen gebe ich jetzt dem Digitalen als Start gerade nur moderat viel Chance, auch wenn ich selber im Moment tatsächlich ein absoluter Fan von digital bin, weil man eine Entfernungsreichweite ist erheblich größer, die spielt keine Rolle mehr, es kann in Hamburg sein und ich kann mitmachen. Ich weiß nicht, ob es jetzt für einen Start in digital ganz geschickt wäre, aber egal, ob man es analog oder digital macht, es gehört tatsächlich viel Vorarbeit dazu, ein bisschen die Trommel zu rühren und das tatsächlich auch zu erklären, inklusive, dass ein Zeitungsartikel erscheint. Hier Leute, die sich für, keine Ahnung, alle möglichen Themen interessieren, treffen sich zu einem Barcamp. Was ist denn ein Barcamp? Es gibt ja genügend schon erschienene Zeitungsartikel in anderen Städten, wo zum Start von Barcamps das dann so gemacht wurde. Da kann man ja dann ein bisschen spicken gehen. Also den Kontakt zu den normalen Medien bräuchte man auf jeden Fall. Man könnte sich ja dann, wobei da nicht viel kommen wird, überlegen, ob man an der einen oder anderen Hochschule oder Schule tatsächlich Plakate aufhängt. Wobei ich glaube, dass die Rate der Leute, die dadurch interessiert werden, ganz fürchterlich klein ist. Ist es immer noch so, dass dieses Barcamp-Format, glaube ich, aus meinem Empfinden ein sehr ungewöhnliches Format ist für den normalen Mitbürger. Das können die Leute sich oft nicht vorstellen. Ja, warum gehst du da hin? Warum investierst du da einen Samstag oder einen Samstag und Sonntag oder einen Arbeitstag? Was willst du da? Was willst du mit den Leuten besprechen? Das ist eine ganz andere Herangehensweise. Und diejenigen, die zum Barcamp regelmäßig gehen oder frisch dabei sind und infiziert werden, das deutet schon ein bisschen an, dass das schon auch so ein bisschen ein Ding ist. Wenn du da infiziert bist, dann machst du das immer wieder, weil du erfahren hast, dass das auf irgendeine Art und Weise Spaß macht. Jeder hat da irgendwas anderes, was ihm gefällt. Aber ich hätte mir sowas vor 20 Jahren, vor 25 Jahren hätte ich mir das gewünscht, das wäre genial gewesen. Da gab es es aber in dieser Form nicht. Ja. Und deswegen muss man es erklären, das Format. Und hoffen, dass dann der ein oder andere Appetit kriegt und sagt, das möchte ich doch mal sehen. Ihr seht, und ich weiß, das ist total anstrengend, wenn ihr mir zuguckt beim Schreiben. Ich versuche das, was ihr sagt, gleich so halbwegs zu ordnen. Soll ich dafür einen Moment mit dem Teilen aufhören? Oder? Nö, mach nur. Alles gut. Okay. Mir ging es auch weniger darum, ich glaube, ein Barcamp digital ist schwierig, voll digital. Mir ging es mehr um die Gespräche, die da vielleicht schon sind, im digitalen Raum zu nutzen, um darauf um aufmerksam zu machen. Ja. Und da würde ich gerne einhaken, genau da, so sehe ich es auch. Also ich glaube, das muss einfach vorgeschaltet werden. Sonst besteht die Gefahr, und ich wiederhole mich gerne nochmal, dass die Hochschule das aufgreift und so umsetzt, wie sie in ihrer Bildungseinrichtung glaubt, dass es richtig ist.
Und wenn die ersten Leute mal, ich muss es so sagen, ganz frei raus sagen, wie es ist, versaut sind diesbezüglich, dann auch nicht mehr offen und mit der inneren Haltung in ein Barcamp reingehen, wie es sich einfach gehört, dann haben die Professoren und Professorinnen ihre Spuren hinterlassen an Stellen, wo es wirklich sehr schade ist. Und deswegen glaube ich einfach, eine Hochschule kann ein Sponsor sein. Ja. Das ist auch eine gute Sache, eventuell durch Räumlichkeit. Aber ich würde auf jeden Fall auch so vorgehen, auch wenn ich nicht die Erfahrung habe wie du jetzt über Jahre, aber so vom Mitreißen aus anderen in andere Netzwerke, dass ich wirklich den Schritt vorschalten würde, jemanden dort abhole, wo es ihm wehtut, Ulm in irgendeiner Art der Nachhaltigkeit oder irgendwo, wo es denen der Wirtschaftsförderung wehtut und sie sich keine andere Chance mehr geben. Und im Übrigen, schreib mich da ruhig mal an, mir geht schon die ganze Zeit der Prozessor, wen ich da mit dir vernetzen kann. Und wie gesagt, also das fände ich dann halt auch gut, weil es geht ja nicht um auf jeden Fall ein Barcamp umzusetzen, sondern dass es auch wirklich mit den Dingen umgesetzt wird, wie wir es kennen und mit der inneren Haltung, die dazu gehört. Ja. Ja. Es gab mal aus der Ecke Scrum einen Stammtischabend und die Dame, die in dieser Transferförderung da Wissen aus der Hochschule in die Industrie, was natürlich schon ein Anspruch ist, ja, weil die Industrie sagt, was wollen die mir noch erzählen an der Hochschule? Ja? Aber egal, da gab es Geld vom Staat Bayern. Das läuft jetzt leider aus zum Ende des Jahres, das Projekt. Aber die Dame, die das organisiert und diesen Barcamp-Gedanken da vorwärts treibt, die sind tatsächlich, und deswegen war es gut, dass ich an dem Abend da war, die sind eigentlich im Barcamp-Gedanken, wie du es jetzt formulierst, Martina, sind die tatsächlich auf dem falschen Gleis. Also da kommen dann so Sachen wie einfach nur die Bezeichnung Vortrag zu sagen, ist schon, da geht schon die Alarmlampe an. Es ist niemals als Vortrag, für mich niemals als Vortrag zu bezeichnen, sondern als Session. Es bietet einer eine Session zum Thema an und erzählt irgendwas, oder es bietet einer eine Session an und es ist eine Fragesession. Das ist schon eine ganz andere Sicht, oder dass dann mir klar ist, dass da die Professoren, die da dran sind, dass die an ihrer Reputation arbeiten. Das heißt, ich habe dann versucht, einfach durch positive Aussagen zum normalen Barcamp, den ein bisschen den Wind in eine andere Richtung zu lenken. Am liebsten wäre es mir, wenn die Hochschule sagt, boah, wir sind Gastgeber für ein Barcamp, sie sind die Räume und wir mischen uns aber nicht ein. Ja? Es darf vielleicht noch bei der Eröffnung dann der Professor, der seine Reputation ablegen will, der darf dann noch ein paar Minuten was sagen, aber inhaltlich haben die dann da nichts zu sagen, ja? Damit eben das Barcamp wirklich als klassisches Barcamp, wo nur die Teilnehmer die Beiträge machen und auch keine Vorträge, sondern Sessions anbieten, damit das eben in die Richtung geht. Also da bin ich ein bisschen vorsichtig und ich glaube, ich habe die ein bisschen erschreckt, weil sie gemerkt haben, dass ihre Vorstellungen dann doch ein bisschen selbst ausgedacht waren. Ich hoffe, also ihr müsst mir mal kurz sagen, wie spät haben wir das jetzt? Es ist jetzt 36, wir haben noch 9 Minuten. Mein Hauptziel für jetzt gerade ist ja sozusagen, wie kippen wir das rüber? Diese Leichtigkeit des Lernens, was wir erlebt haben in dem Barcamp von Morten, wie können wir das als Barcamper sozusagen in die Gesellschaft mit einbringen, damit wir mit Menschen leichter ins Gespräch kommen können über dieses Format? Ich habe jetzt das in 3 Punkte, unser Gespräch. Einmal die Ausgangssituation. Barcamp-Format ist komisch. Was willst du da? Das war so ein bisschen, Thomas, was du gerade gesagt hast. Vielleicht können wir das im Nachgang noch mal ein bisschen weiterdenken. Also warum ist es eigentlich komisch? Welche Barrieren gibt es eigentlich an einem anderen Format teilzunehmen? Barrieren erkennen. Warum könnte ich das gut finden oder interessant finden? Das ist ja so dieser, egal was du machst, ob das ein Ehrenamt im Verein ist, aus irgendeinem Grund fängt es an, die Leute zu interessieren. Okay, dann habe ich quasi der Punkt 2. Kann ich vielleicht noch mal versuchen? Franziska, ich kann dir, glaube ich, ein bisschen helfen, auch zum Punkt zurückzufinden, weil mir sind noch 2 Sachen aus der Diskussion, ich muss nochmal zurückspulen, bitte. Quasi. Ja, klar, gerne.
Das eine ist zur Frage, macht man das vor Ort oder macht man das hybrid oder macht man das virtuell? Ich finde schon, dass der Charme von einem Barcamp halt ist, dass es zumindest diese Vor-Ort-Präsenz auch hat. Ja. Also Hybrid ist schwierig, finde ich. Da haben wir auch heute Morgen hier gesehen, Simon macht es perfekt. Ich habe noch nie so eine gute Hybrid-Veranstaltung gesehen wie die hier. Aber selbst da gibt es Probleme. Ja. Da sind dann Leute, die kommen nicht damit zurecht, dass sie parallel im Slack-Chat noch chatten müssen, während sie bei Teams reden. Also man überfordert die Leute leicht. Und da ein Barcamp ja auch möglichst barrierefrei sein soll, finde ich schon, muss man auf jeden Fall auf eine Vor-Ort-Komponente setzen. Und der zweite und ein bisschen verwandte Punkt ist, Themen offen versus Themen bezogen ist ja ein bisschen eine Schwarz-Weiß-Sicht. Ich würde eher versuchen, da so ein Spektrum aufzumachen. Und ich sehe persönlich, gerade heute habe ich auch wieder das Beispiel, je themenoffener man ist, desto interessanter wird das Barcamp. Weil heute haben wir ja ein Thema, wir haben das Thema Lernen. Ja. Aber wo wird gelernt? Es wird an der Schule gelernt, an der Hochschule, es wird in Unternehmen gelernt, es wird in der Kirche gelernt. Ich habe heute jemanden getroffen, die macht Wissensmanagement für eine kirchliche Organisation. Das fand ich mega krass. Also dadurch entstehen ja Querverbindungen. Ja. Wir wollen ja quasi, weil das auch der gesellschaftliche Impact ist, nachdem du ja fragst, wir wollen ja Leute zusammenbringen, die sich sonst nicht begegnen würden. Ja. Ja. Und wenn wir nur bei Twitter sagen, hey, wir machen mal einen Space und wir nennen den Barcamp, dann kommen immer dieselben Leute. Also ja. Ich finde, das sind zwei Punkte, die dir eigentlich in die Karten spielen zu deiner Fragestellung. Unserer. Ich bin ja nicht alleine. Genau. Ja. Wo kann ich das jetzt noch aufnehmen und wie soll ich das schreiben? Ach so, ja, themenoffen hast du ja schon gehighlightet. Also je offener, desto spannender oft, würde ich sagen, ist so eine Praxisbeobachtung. Mhm. Weil es ja um interdisziplinäre Vernetzung geht. Also um Leute ein bisschen aus der Blase rauszuholen. Mhm. Das ist ja gerade das, was Barcamps so hervorragend machen. Ich würde die 6 Minuten jetzt noch benutzen, um einmal ganz kurz den beiden Neuen einmal kurz zu zeigen, was ist jetzt gerade hier der Spagat, den wir versuchen. Es gibt, dann muss ich einmal ganz kurz die Präsentation beenden. Ich nehme euch mal kurz mit. Eben gerade wurde gesagt, parallel wird ja noch an unterschiedlichen Stellen weiter kommuniziert. Wir haben also den Sessionplan, da wissen wir jetzt quasi, wo wir jetzt sind. Ich weiß nicht, seid ihr schon in Slack angekommen, im Slack-Channel? Nein, sind wir noch nicht. Nee, okay, dann werde ich einmal ganz kurz versuchen, das zu übersetzen. Das ist die Herausforderung. Wir sehen, wir in unserer kleinen Runde sehen über den Sessionplan uns jetzt hier und wir können uns entlang des Sessionplans organisieren und sagen, ich gehe dahin, ich gehe dahin. Parallel dazu wird an einem anderen Ort aber geschrieben. Einmal in der großen, weiten Welt, zum Beispiel bei Twitter, bei Xing, bei LinkedIn, bei Instagram, wo auch immer ihr wollt, also in öffentlichen sozialen Medien. Das ist alles außerhalb dieser Gruppe von Menschen, die sich jetzt hier zusammengetan hat, auf der LostCon 22. Und dann gibt es noch einen Raum, der nennt sich, also der ist bei Slack sozusagen. Ich versuche das gerade eben aufzurufen. So. Und in diesem Raum wird auch geschrieben und es gibt quasi pro Unterpunkt, jetzt habe ich das hier nebenbei, entschuldigt. So, hier, jetzt komme ich schnell wieder zurück zu euch. Das sind alles digitale Fähigkeiten, die wir theoretisch können könnten und praktisch, die im Außen können das eben nicht mal eben so umsetzen. Ich teile das jetzt einmal ganz kurz. Die im Außen meine ich noch, ja, also dass wir digital unterwegs sind, das lernen wir immer mehr. Das hier ist jetzt auch eine Art, intern sozusagen weiterzumachen. Wir haben jetzt, ich habe gesagt, wir sind im Außen, zum Beispiel über Twitter. Da können wir, wenn wir auf LostCon drücken, können wir im Außen alle Leute, die jetzt gerade nicht auf der Konferenz sind, können trotzdem sehen, was zum Beispiel ein Teilnehmer, hier heißt der Oliver, teilt. Wir sehen, wir können hier in den Raum reinsehen. Wir können das quasi auch als Externe kennenlernen. Und dann gibt es einen Raum, der ist intern für Leute, die auf dieser Konferenz sind, sowohl online als auch offline. Und da gibt es Slack. Das sind wieder Medienkompetenzen, die ich haben kann oder auch muss. Ich muss also fähig sein, da überhaupt reinzukommen. Hä, wie Slack? Wo kriege ich nochmal den Link hin zu Slack? Und was mache ich da überhaupt? Ich muss dann hier bei den ganzen Session-Pitches auch noch den richtigen Channel finden. Ich muss verstehen, okay, ich kann hier auch einen Channel durchsuchen und anlegen. Und also ich glaube, was ich damit nur zeigen will,
ja, ich kann jetzt die Dokumentation, die ich angefangen habe, mit euch hier gleich reinlegen. Aber diese verschiedenen eben zu verstehen, von einem eigentlich Open Space Gedanken zu einem Barcamp mit virtuellen Komponenten, trotzdem noch das Innen und Außen irgendwie zu verstehen und da sich nicht total zu verlieren, ich glaube, das ist die Herausforderung, die wir leichter machen können. Also ne, wir haben das jetzt alle schon gesehen, Thomas, Martina, Jochen, Winfried, ihr kennt das, Manuela wahrscheinlich auch, aber Cheyenne und Lisa, die sind ganz neu und die sagen jetzt vielleicht gerade mal, Alter, was ist mit euch los? Ja, und das ist ein Spagat. Können wir da vielleicht nicht ein bisschen mehr Leichtigkeit reinbringen? Also was kann uns helfen, du musst ja nicht, um mitreden zu können, muss man doch nicht jedes Fachbuch gelesen haben. Man darf einfach, weil wir Mensch sind, weil wir einen Mund haben, häufig sogar reden können, dürfen wir doch schon mitmachen per se. Das ist ja die Leichtigkeit des Formats. Das heißt, wenn wir jetzt also verstehen müssen, Social Media, die verschiedenen Möglichkeiten und aber auch noch Slack und ich komme hier als neuer Mensch dazu, Lisa und Cheyenne als perfektes Beispiel. Ja, wie kriege ich denn den Anschluss? Was müssen wir eigentlich als diejenigen, die das irgendwie aufgesogen haben und lieben gelernt haben und toll finden, was müssen wir also alles kommunizieren, aber auf einer leichten Ebene, dass man überhaupt noch Bock hat mitzumachen, weil man fühlt sich ja vielleicht nicht unbedingt so herzlich willkommen, weil ja, und dann merken die, dass ich gar nicht weiß, wie man Slack benutzt oder dann merken die, dass ich ja noch gar nicht weiß, wie man den Ton anmacht. Also wir bauen ja sozusagen viele Barrieren auf. Martina. Aber ist es nicht genau das, was es ausmacht? In dem Moment, wo ich an eine Barriere stoße, wie ich heute Morgen, ich war diejenige, die das zweite Teams offen hatte und dauernd hat jemand reingequatscht. So, es ist ein Learning für mich. Slack habe ich vorher ja einmal bedient. Aber durch das Üben hat allein schon das für mich einen Gewinn gebracht aus der Konferenz heraus. Und ich glaube, wenn wir darauf achten, dass überall, wo wir auf Barcamps sind und überall, wo wir genau hier als Multiplikatoren auftreten, dass wir sozusagen auch als Unterstützer oder Unterstützerin die Hand reichen und sagen, okay, ist kein Problem, zeig mal, was du brauchst. Hm. Ich glaube, damit ist schon ein Teil erleichtert. Und sei es nur, indem man als Multiplikator die Hand hebt und sagt, ey Leute, hier, das und das sind die Hindernisse, kenne ich, fragt. Ja. Winfried, bevor ich dich dran nehme und Thomas, du auch, Lisa und Cheyenne, haben wir euch verloren? Nein, habt ihr nicht. Was? Okay, ich kann euch gerade vielleicht technisch nur nicht sehen. Ich sehe euch nicht. Ich sehe nur, dass ihr beide die Kamera aus habt. Vielleicht liegt es aber auch an meiner Ansicht. Gibt es etwas, also was können wir tun, dass ihr nach heute nicht total verschreckt seid? Also verschreckt sind wir nicht. Soll ich jetzt so nicht sagen. Also ich muss das erstmal, also ich habe mir auch alles gescreenshottet tatsächlich. Ne? In OneNote Franzi alles hinterlegt. Und ich muss das alles dann mit mir selbst einfach nochmal durchgehen und dann wirklich mich damit nochmal befassen und dann, also verschreckt es auf gar keinen Fall. Es ist halt nur alles wirklich viel und es sind viele Wörter, die man halt einfach noch nicht gehört hat und wo man so denkt, so okay, also das muss man erstmal alles so sammeln, sortieren, also bei mir auf jeden Fall. Sehr schön, schon mal nicht verschreckt. Lisa, du bist noch stumm geschaltet. So, mich habt ihr auch nicht verschreckt, es ist wie gesagt mega viel am Anfang, weil das alles so fremd ist. Ja, aber du bist ja auch für uns da, ne? Deswegen, wir kriegen da schon hin auf jeden Fall, uns da so ein bisschen reinzuführen. Okay, danke schön. Winfried, jetzt an dich und wir sind schon 2 Minuten drüber, aber bitte. Also meine Perspektive drauf ist, Simon ist ein Techie und er macht das alles im Wiki-Style und selbst ich habe Probleme damit. Und ich würde mich jetzt einen behaupten, der jetzt digital savvy ist. Also selbst ich habe Probleme damit. Das heißt, das ist eine systematische Überlastung. Das heißt, wenn du es vor Ort machst in einem Barcamp,
richtige mit Karten und du machst einen Open Space, dann bist du im Raum, da sind die Leute da, dann ist diese Dreigliederung, die da ist, rechts das iPad, hier jetzt ihr, dann unten noch ein bisschen was recherchieren im Internet. Ja, das hast du dann nicht, dann bist du voll im Raum. Also es ist auch eine Simon-Sache, dass er da wirklich alles ausreizt. Das muss uns klar sein und uns macht es Spaß, aber es ist auch also für mich selbst grenzwertig, von daher darf es uns auch überfordern und die neu dazukommen auf jeden Fall. Das heißt vielleicht, wenn ich das noch einmal abschließen darf, um den leichteren Zugang zu haben, müssten wir eigentlich erstmal Thomas unterstützen, das Ganze lokal, analog zu machen und dass man einfach als Mensch, der erstmal ein Gefühl für, oh Gott, ist das cool, so ein Barcamp zu machen, damit das dieser Funke überhaupt überspringt. Das ist wahr. Ist das, was ich jetzt rausnehme durch euch, erstmal lokal zu machen. Wir reichen die Hand. Wir bleiben bei dem, was Martina gesagt hat. Wir bleiben bei den Hauptregeln, nämlich, dass man Spaß dran haben darf, dass man, wenn man neu ist, einfach selber eine Session anbietet. Und wir machen das in der kleineren Runde. Das ist so meine Zusammenfassung. Thomas, du willst auch noch was sagen? Ich sage von meiner Stelle jetzt erstmal schon mal Dankeschön. Und auf Wiedersehen für alle, die jetzt schnell Pause brauchen. Und ich übergebe an dich, Thomas. Und ich freue mich, wenn ich werde das bei Twitter quasi reinstellen, wenn ich darf. Ja, wollen wir einen Screenshot machen? Möchtet ihr sichtbar sein? Wenn nicht, macht die Kamera lieber aus. Weil ich werde das gerne reinstellen und die Diskussion da reinschreiben. Ist euch das recht? Okay, super. Dann mache ich einmal lieb gucken. Warte, 3, 2, 1. Gut. Super. Ja. Dankeschön, Thomas. So, um die Leute zu begeistern, musst du diese Geschichte erzählen vom Barcamp. Also sozusagen dieses kleine einminütige Einführungsvideo, das so geschickt gemacht ist, dass wenn das einer anschaut, dass er sieht, da kann für mich was Begeisterndes dabei sein. Und ich kann da hingehen und mir passiert da auch nichts. So, diese Signale müssen in diesem Video drin sein. Ich weiß nicht, ob es schon eines gibt, dann müsste man halt darauf verweisen. Ich sage immer eher nüchterne Barcamp-Start-Videos gibt es ja schon. Aber wenn man das wäre für mich der allererste Schritt, das gehört zu dieser Interesse wecken, ganz vorne hin. Und ob das jetzt vor Ort ist oder hybrid oder nur digital, das spielt dann eine zweitrangige Rolle. Und auch, ich denke mal, wenn die Leute interessiert sind, dann kommen die auch mit den technischen Hürden so weit zurecht, dass sie wenigstens teilnehmen können, auch wenn nicht alles sofort funktioniert. Das ist kein No-Go-Kriterium, dass es jetzt halt ab und zu mal in der Technik ein bisschen komplizierter ist. Ja. Aber ich glaube, wenn die Begeisterung da ist, können die Menschen sowieso alles lernen, was sie wollen. Ja. Ich frage mal ganz konkret um eure Hilfe. Manuela, Winfried, Thomas, Martina. Können wir Lisa und Cheyenne unterstützen, ein eigenes Barcamp zu organisieren, bei sich vor Ort, als diejenigen, die das schon mal gemacht haben, im ganz Kleinen, meinetwegen nur für, ich weiß nicht, vielleicht für 40 Leute, ein Mini-Barcamp, aber dass wir aus dem Digitalen den beiden die Hand reichen und sie unterstützen, das einfach mal selber zu organisieren und zu machen. Mhm. Coole Idee. Ich wäre dabei. Ja? Ja. Sehr cool, Dankeschön. Weil wir das nämlich online machen können und ich bin nämlich bei Lisa und Cheyenne vor Ort. Ich kann ein bisschen unterstützen, aber ich halte mich, und das will ich bei allen Sachen, ich mache nämlich gerade eine Übergabe für Cheyenne, ich halte mich sowieso immer bei allem zurück. Und was ich mich total gefreut habe, Dankeschön, dass ihr beiden gekommen seid. Es ist völlig egal, ihr braucht nicht diesen einen Menschen, der immer der Ansprechpartner ist. Geht raus in die Welt, sagt euer Problem, geht zum Barcamp und sagt, Leute, ich habe keine Ahnung von dem und dem. Kann mir mal jemand sagen, wie das geht? Es macht unfassbar viel Spaß. Und ich freue mich, wenn wir die Leichtigkeit mitnehmen. Und Dankeschön, dass ihr mitmacht. Ihr könnt einfach mir an meine Privatadresse schreiben. Ich glaube, ich würde euch keine offizielle nennen wollen. Einfach privat. Hier ist ja jetzt gerade eine Aufzeichnung. Wo kann ich die euch mal... Über Twitter, Franziska. Ja, LinkedIn mit genau, direkt Message. Manuela... Sind wir schon bei LinkedIn vernetzt? Ich glaube schon. Ich schaue dann gleich nochmal. Mhm. Ja, weil dann, das finde ich total schön. Also einfach, dass wir eine ganz kleine Gruppe bilden, in der wir einfach schreiben können, dass wir die beiden unterstützen können, dass sie es selber mal machen. Weil ich glaube, von Machen lernt man immer noch am meisten. Ja. Ja. Sehr cool. Ist auch cooler als wollen. Ja, nee, einfach...
Einfach machen. Sehr schön. Ich danke euch. Und ich werde mal gucken, dass ich da so ein kleinen Zusammenschnitt mache. Und dann mache ich das zumindest als Post bei Twitter, beziehungsweise vielleicht sogar eher bei LinkedIn. Und dann können wir mal gucken, Lisa und Cheyenne, wie wir euch unterstützen können. Ja, cool. Wir freuen uns drauf. Sehr schön. Dankeschön. Ja. Wunderbar. Macht's euch danke nett. Dankeschön. Tschüss. 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 Ciao.